Alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. So oder so ähnlich kann sich das anhören, wenn man den Hintergrund mit Musik hinterlegt. Heute in diesem Tutorial geht es genau um dieses Thema, dass wir Musik einem Videomaterial hinzufügen. Ich würde mal sagen, dazu gehen wir einfach mal hin und starten CapCut. Also ich arbeite mit CapCut, mit der Pro-Version. So, CapCut hatte ich schon gestartet und hier müssen wir ein Video hinzufügen. Wie ihr das macht, also dieses Hinzufügen, das könnt ihr oben rechts in einem Video sehen, was ich da verlinkt habe. Okay, hier unten auf der Timeline haben wir jetzt unser kurzes Video. Das habe ich schon hochgeladen. Das ist eine Spielsequenz. Um ein Musikfile oder Geräusch hinzuzufügen, gehen wir jetzt einfach mal hier oben auf Audio. Jetzt haben wir hier zum Beispiel die Möglichkeit Soundeffekte, wenn wir hier drauf klicken, dann kann man das noch ein bisschen spezialisieren, welcher Bereich das ist. Transition, Magic, Performance, Horror. Wir fügen jetzt einfach mal ein Geräusch hin. Hier wo Pro ist, wo Pro steht, ist nur die Bezahlversion. Ja. Man muss das praktisch einmal kurz runterladen. Okay. So, wenn ich dieses Video oder diese Sounddatei jetzt haben möchte, hier steht zum Beispiel 013. Hier habt ihr auch die Info, wie lange etwas geht. Das hier ist zum Beispiel ein kurzes Jingle. Das ist noch kürzer, das geht sogar nur 2 Sekunden. Je nachdem, wenn man irgendwo einen Effekt mit einbauen möchte. Ich guck mal eben, ob ich auf die Schnelle irgendwas finde. Da wo er rüberspringt. Jetzt kann man zum Beispiel den Jingle. Naja. Was war denn eben mit dem? Das könnte man zum Beispiel kurz davor setzen. Das heißt, man zieht das hier runter, um die Spannung ein bisschen aufzubauen. Das heißt, der wäre jetzt hier drunter. So, das können wir jetzt noch ein bisschen darüber schieben. Damit es ein bisschen, nein, nicht darüber, so. Etwas größer machen, damit ich das besser packen kann. So. Wenn er rübergesprungen ist, noch ein anderes Geräusch hinzufügen. Three, two. Jetzt haben wir zweimal Musik. Auch nicht scheiße. Das heißt, wir haben direkt Fotos gemacht, wie der abgestürzt ist. Also erst die Spannung aufgebaut. Und abgestürzt. Fotos gemacht. Gut. Jetzt gehen wir hin. Also so kann man halt Hintergrundgeräusche oder Soundeffekte einbauen. Jetzt habe ich das mal gelöscht. Jetzt gehen wir mal auf dem Thema Musik. Love, Travel, hier ist auch R&B. Ganz wichtig, wenn ihr Musik einem Video hinzufügt, dann müsst ihr die Rechte dazu haben. Wenn ihr Musik von YouTube runterlädt und das einfügt, dann muss das Video auch nur bei YouTube sein. Wenn ihr Sounddateien von YouTube runtergeladen habt und die hier hinzufügt und die dann bei TikTok oder woanders hochladet, dann habt ihr das Problem, dass ihr eventuell abgemahnt werdet von den Rechteinhaber. Und das ist nicht billig oder nicht günstig.
Ja, da könnt ihr ab vierstellig meistens an und dann hoch. Hier bei CapCut kann ich euch nur empfehlen, da auch die Musik nicht von zu nehmen, weil mir das jetzt schon zweimal passiert ist, dass YouTube Videos in manchen Ländern gesperrt hat, weil da die Rechte nicht waren. Am besten geht ihr hin und nehmt einen externen Anbieter, wo ihr Sounddateien oder Hintergrundmusik einfügen könnt. Wenn ihr Interesse habt, schreibt es mal unten in die Kommentare, dann mache ich da mal ein Tutorial zu, wo ich die Sounddateien herbekomme und diese einbinden kann, weil ich dafür halt Lizenzen habe oder die Lizenz. Und ich brauche halt nicht darauf achten, wo ich das hochlade. Jetzt gehen wir aber erstmal hin und sagen Travel, als Beispiel Reise. Und ich nehme jetzt einfach erstmal das erste und ziehe das hier unten rein. Jetzt seht ihr oben eine gelbe Linie, also dieses Gelbe, das ist ein bisschen übersteuert. Hier unten seht ihr, wird zu so einem Pfeil nach oben und unten. Hier links und rechts habt ihr jeweils so einen kleinen Punkt. Damit könnt ihr den Fade-In und Fade-Out setzen. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann habt ihr hier einfache Stimmeänderung und Geschwindigkeit. Das heißt, ich könnte jetzt hier diese Sachen schon mal ändern. Hier steht Einblenden, Ausblenden und die Lautstärke. Wenn ich die Lautstärke jetzt hier runternehme, seht ihr unten, dass sich das alles ändert. Man kann hier auch direkt die Zahl eingeben. Ich sage jetzt mal minus 4 dB. Dann ändert sich das hier und hier unten ändert sich das sofort. Ihr könnt natürlich auch das testen und abspielen. So laut. Gehen wir mal hin und setzen das so. Wesentlich leiser. Und jetzt gehen wir hin und setzen das mal wieder auf normal. So, diesen Fader, den kann man bis 10 Sekunden ziehen. Wie ihr seht, wird es da schwarz. Das heißt, 10 Sekunden vorher nimmt die Lautstärke langsam ab. Und das gleiche können wir hier machen. So, und das, was wir hier mit der Maus gerade ändern, das können wir hier ändern mit dem Regler. Oder aber auch hier wieder mit 5 und Enter. Ja, das heißt, man kann hier auch die Zahlen eingehen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Lautstärkenanpassung automatisiert zu machen. Und zwar anhand des Hintergrunds von dem Video. Mal schauen. Also ich finde es immer noch zu laut. Das heißt, man müsste den Hintergrund noch leiser machen, denn... Okay, habt ihr gesehen, ist wieder zurückgegangen. Man kann die Stimme... War das Stimme? Stimme ist in Musik auf CapCut und kann nicht optimiert werden. Okay, das würde denn wahrscheinlich nur auf dem Video gehen. Ja, hier geht's. Empfohlen minimaler und maximale Stabilität. Also ich benutze das eigentlich gar nicht. So, machen wir alles mal wieder aus. Wenn ihr Videos habt, wo... Ich sag mal, ihr macht ein Outdoor-Video und ihr habt Hintergrundgeräusche, die euch stören, dann könnt ihr das hiermit schon ausschalten. Ist aber auch eine Pro-Funktion. Und das hier, wie ihr seht, ist alles Pro. Was vielleicht noch wichtig ist, ihr müsst immer darauf achten, auf welcher Tonspur ihr seid. Wenn ihr hier seid, dann schaltet er direkt um. Wenn ihr hier oben seid, könnt ihr diese Tonspur hier, diese von dem Video selber, könnt ihr natürlich auch ändern, aber dann müsst ihr hier auf Audio gehen. So, jetzt ändere ich praktisch, das mache ich jetzt mal. Jetzt habe ich da die Lautstärke von hier geändert. Die machen wir mal eben leise.
die ihr hört, ganz leise. Oder da drauf klicken. Auf Audio. Das ist die normale Lautstärke. Und jetzt haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die Lautstärke zu erhöhen. Für den Fall, dass wir ein Video haben, was generell leise aufgenommen wurde. Auch hier könnten wir in dem oberen Video wieder einblenden und ausblenden. Dieses Fade in, Fade out. Viel zu weit, oder? So. Da ist der Ballsaal. Was ich meistens mache, ist, ich gehe hin und nehme, wenn das Video sehr lang ist, ja, wie ein Titel, dann gehe ich meistens hin, setze die aneinander und mache hier dann auch ein Fade in, Fade out, weil dann wird der Titel leiser und der nächste Titel wird langsam lauter. Dann hat man so einen Effekt, dass man halt wirklich hört, jetzt geht's leise und lauter. Wenn ich hingehe und dieses Video jetzt auf Fade in, Fade out raus und das hier auch. Gut, hier ist das Lied schon abklingend. Wir machen hier einen Cut rein. Naja, der Cut sollte eigentlich dahin. So. Cut. Löschen. Datei dran. So, und jetzt geht es direkt von einem zum anderen. Und das hört sich natürlich dann mit Sicherheit nicht gut an. Ja, habt ihr gehört? Spielen nochmal ab. Jetzt machen wir das mit dem Fade in, Fade out. Geht schön langsam runter und fängt langsam wieder an zu steigen mit dem nächsten. Okay, das hört sich ja viel besser an. So, das war es eigentlich bezüglich Musik und Soundeffekte hinzuzufügen. Wie gesagt, ich würde generell auf einen Anbieter oder einen Anbieter nehmen, wo es egal ist, wo ihr hochladen werdet. Okay, wenn euch das Video ein bisschen weitergeholfen hat, lasst einen Daumen hoch, ein Abo da und ciao, ciao, Kakao.